Hallo an alle Zuschauer, herzlich willkommen bei Dr. Derm erklärt und jetzt geht es um die parasitologische Kotprobenuntersuchung. Hierfür habe ich wieder eine Sammelkotprobe von 3 aufeinanderfolgenden Malen Kotabsatz. Ja? Die habe ich auch schon so ein bisschen vermischt, dass falls da eben Eier drin sind, also ich halt wirklich von jedem bisschen, ne, von jedem Kotabsatz ein bisschen in der Probe habe. Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, was Sie dazu brauchen, wenn man eine sogenannte Flotationsmethode machen muss. Sie brauchen ein Kotbesteck, es wird auch Fecalizer genannt. Sie brauchen eine gesättigte Lösung. Ja, das ist meistens Wasser mit Salz oder Zinkchlorid. Diese Lösung ist schwerer als die Parasiteneier. Deswegen flottieren die Eier nach oben, also die Parasiteneier sind leichter und deswegen steigen die dann in einer gewissen Zeit nach oben. Und was man hier macht ist, also man kann natürlich eine Teilprobenmenge auch aus, ja, wenn man jetzt hier 3 verschiedene Kotproben hätte. Ich mache es jetzt anders. Ich gebe hier von meiner vermischten Kotprobe eine Teilmenge rein. Ich hoffe, ich komme da dran. Genau so. Hier habe ich auch noch meinen Giardientest liegen. Der muss ja 10 Minuten, braucht der ja. So, Teilmenge hier drin. Dann machen Sie Folgendes. Sie drücken den noch nicht komplett nach unten, geben hier ein bisschen von der gesättigten Lösung rein und vermischen das erstmal. Ja? Sie wollen ja eine gute Vermischung dieser Kotprobe mit der Lösung. Man sieht es auch ganz gut, dass man, ich glaube, das kann man, weil die jetzt hier durchsichtig ist, kann das gut sehen, wie sich die Lösung mit dem Kot vermischt. Und dann drücken Sie das komplett nach unten. Ich mache mal den Deckel ab, damit mir das nachher nicht im Weg steht. So, und dann füllen Sie die Probe so auf, dass ein sogenannter Meniskus entsteht. Das heißt, so eine kleine, es muss sich so ein bisschen wölben. Ich hoffe, das sieht man. Und wenn sich das wölbt, legen Sie ein Deckgläschen auf. Im Hintergrund hören Sie unseren Autoklaven rumpeln. Sie legen ein Deckgläschen auf die Kotprobe, zack, sodass das Kontakt bekommt. Und jetzt stellen Sie die Uhr auf 20 Minuten. In dieser Zeit werden die Parasiteneier nach oben flottieren und haften sich dann am Deckgläschen an. Dann können Sie immer mit Handschuhen, vergessen Sie nie die Handschuhe bitte, dann können Sie sich ein Deckglas nehmen. Stellen Sie sich vor, wir drehen die Zeit mal nach vorne. Jetzt bimmelt es wieder nicht. Das sind jetzt auf jeden Fall 20 Minuten vergangen. Viel länger sollten Sie es auch nicht stehen lassen, weil dann irgendwann die Flotationslösung das Ganze zum Platzen bringt. Und dann nehmen Sie das Deckgläschen vorsichtig und legen es auf den Objektträger. Und jetzt können Sie es mikroskopieren. Hier steht schon unser Mikroskop. Dabei ist wichtig, ne, dass Sie im Endeffekt den Kondensator sollte unten sein. Ja? Das ist wichtig. Also der Kondensator ist für mehr Kontrast nach unten. Sie fangen mit dem 10er Objektiv an. Das ist die 100-fache Vergrößerung. Da sehen Sie die gängigen Eier von Spulwürmern, Hakenwürmern würden Sie auf jeden Fall finden. Und wenn Sie nach sowas wie ich sage jetzt mal Einzellern wie Giardien auf der Suche sind, dann brauchen Sie sicherlich das 40er, also 400-fache Vergrößerung. Ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Wenn Sie sowas nicht haben, diesen Fecalizer, dann können Sie das natürlich auch ganz normal mit einem zum Beispiel Serumröhrchen machen. Dann würden Sie jetzt hier ein bisschen Kot reinfüllen, das hinstellen, mit zum Beispiel einem kleinen Spatel, ja, verteilen, Fasollösung bzw. gesättigte Lösung drauf. Hier das Deckgläschen drauf tun, 20 Minuten warten, auf den Objektträger und ran ans Mikroskop.